Okay, weiter geht's. Wir müssen einen Weg finden, seine Wand zu überwinden. Für jede verschlossene Tür existiert sozusagen ein Schlüssel. Wir werden bei diesem Mann niemals einen Fortschritt erzielen, solange wir nicht wissen, was er mit seiner Vergangenheit auf sich hat. Von was für einem Schlüssel redest du, fragt Kit. Ich weiß es auch nicht, antwortet Magil. Es gibt allerdings mindestens eine Person in Vipermena, die es tut. Riddle. Genau. Die endlosen Reihen von Zellen hinter uns lassen, kehren wir in den Korridor zurück. Als wir uns von den Verliesen entfernen, kommen wir rechts geht es zur Materie, wenn das gerade aus einer. Wir gehen nach rechts. Ich stoße gegen Kit, die direkt vor mir plötzlich angehalten hat. Irgendwas stimmt nicht, Kumpel. Ich halte die Luft an, versuche es auf Ziel. Dann kommt das aus der Dunkel. Klack, klack, klack. Irgendwas befindet sich auf dem Weg vor uns, etwas auf seinem Mag. Es kommt auf uns zu. Ich ziehe nervös mein Messer und versuche meine Angst vor diesen. Das ist ein Klappersoldat oder ein Skelett. Ja, es ist ein Skelett. Schnell, was soll er tun? Angreifen. Stimmt, ich wollte es auf das Gericht nicht mehr angreifen. Ich probiere die. Ja, oh, auch seine Art ausweichen, Kugel. Das muss ich nicht vorlesen, das hat nichts damit zu tun mit der Story. Ja, und dann kommt er auf den Boden und sagt, gefiltert und er ist tot. Es schreit Kit, auf ihn, komm endlich wieder zu dir. Magie blinzelt ein paar Mal, er scheint jetzt wieder in Ordnung zu sein. Ich glaube, langsam kriege ich den Dreh in dieser ganzen Konferenz. Ich bin jetzt kein Konferenz, was ja, das hat nicht schon alles. Lass mir einen dunklen, schmutzigen Korridor einen Weg über, ja, komm jetzt zu den Totenfisch. Atarium, ja, ist klar. Warte, musst du jetzt zu Riddle wieder oder was war das? Und die war da irgendwo ganz hinten noch. Durch den Raum weitergehen. Nach einer kurzen Strecke erreicht meine Abzeige und zwar rechten liegt. Nach oben führende Türrippe, während wir direkt vor uns. Die Korridor entlang gehen. Was war das? Ist das Gemach von Riddle? Ah, okay. Gut. Den Raum betreten. Wir wollen ja rausfinden, was es mit dem alten Knacker zu tun hat. Wir finden einen behaglichen dekorierten Raum vor. Eine kleine Schmuckstücke sind auf den Tisch und den Stühlen platziert worden. Sie verbreiten etwas Atmosphäre. Der Besitzer dieses Zimmers hat sich aber offensichtlich sehr bemüht, einen halbwegs eleganten Lebensstil in diesen ansonsten trostlose Villa zu bringen. Dennoch scheint der Raum von einer beunruhigenden Stille erfüllt zu sein. Ist da jemand? Ich verstecke mich sofort hinter der Tür und versuche herauszubekommen, woher diese Stimme gekommen ist. Sie hat wie die eines Mädchens geklungen, aber es war nicht Kids. Was? Es ist links, Adoptivtochter Riddle. Sie muss es sein. Wer ist das? Sieht aus wie ein kleines weißes Männchen. Seltsam, ich hätte schwören können, ich hätte jemanden reinkommen gehört, sagt sie. Scheinbar hat sie uns noch nicht gesehen. Was soll er tun? Ich bleibe in meinem Versteck hinter der Tür. Plötzlich schießt Kit hinter einem Stuhl hervor. Sie kommt lautlos hinter Riddle auf und drückt ihr ein Messer an die Kehle. Wir sind wegen der gefrorenen Flamme hier. Wo ist sie? Fährt Kit sie mit leiser, scharfer Stimme an. Kit! Es gibt keinen Grund, sich zu benehmen, sage ich in einem Versuch, sie zu beruhigen. Klappe, Serge! Riddle kichert über uns beide. Was ist so lustig? Fragt Kit mit schneidender Stimme. Oh, kommt schon. Ihr könnt keine Diebe sein. Ihr seid viel zu laut. Ich würde sowas nicht sagen, wenn ich du wäre. Na dann, los, erstich mich. In diesem Moment entsteht in meinem Kopf ein Bild, wie Riddle mit blauem Gesicht und blutüberströmt zusammenbricht. Kit, sieh sie dir an. Sie wird uns nichts tun. Verdammt! In Ordnung. Aber glaub trotzdem nicht, dass ich dich mit einem Auge behalten werde, dass ich nicht im Auge behalten werde. Das beruht auf Gegenseitigkeit, sagt Riddle. Mach dir keine Sorgen, wir sind nicht deine Feinde. Wir sind nicht hinter deiner Kraft, ja, sage ich zu Riddle.
während ich versuche, ruhig zu bleiben. Wir sind nur zu reden hier. Wenn es etwas gibt, was du über uns, über die gefrorene Flamme oder vielleicht eine, oder vielleicht die akazischen Dragoner erzählen könntest. Als er diese Worte hört, breitet sich ein düsterer Ausdruck auf Riddles Gesicht aus. Nach einem Moment beginnt sie zu sprechen. Okay, die gefrorene Flamme, der Legende nach, wurde sie jahrhundertelang in einem Königreich im Norden aufbewahrt. Mit ihrer geheimnisvollen, mysteriösen Kraft konnte sie angeblich Menschen lenken und die Geschichte verändern. All das, während sie für die sie suchten, unerreichbar blieb. Oder so ähnlich, da habe ich es gehört. Als dieses Königreich unterging, wurde die gefrorene Flamme von ihrem Aufbewahrungsort geraubt. Nachdem sie von Hand zu Hand gewandert war, gelangt sie schließlich zu meinem Vater, General Viper. Vor Jahren trat Lynx gegenüber meinem Vater als Freund auf. Ihm blind vertrauend wurde mein Vater von Lynx ausgenutzt, ohne seine wahren Absichten zu erkennen. Und so wurde mein Vater an diesem schicksalhaften Tag, nachdem er von seinem angeblichen Freund niedergestreckt worden war, ausgeraubt und dem Tod überlassen. Riddle wendet die Augen ab und verbirgt ihr Gesicht in ihren Händen. Ich wusste nicht, dass Lynx hinter all dem steckt, als er mich in seinen Obhut nahm. Ich war nur ein Kind. Dieser verfluchte Stein. Ich wusste nichts über ihn und ich will es auch nicht tun. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich will nichts mehr als sehen, wie all das endet, sagt sie mit Tränen in ihren Augen. Ich bin schockiert, als ich diese Worte höre. Plötzlich tritt Magie vor, um zu sprechen. Kennst du den alten Mann, der gegenwärtig in den Verliesen eingesperrt ist? Dieser Verräter. Durch ihn wurde mein Vater, mein geliebter Zoranda, Miss... Uns den Rücken zu wenden, macht Riddle eine Pause. Nach einem Moment dreht sie sich herum und stößt einen tiefen Seufzer raus. Ey, sie hat blaue Haare in Konokross. Warum hat sie ja solche Haare? Ja, ich kenne den Mann, von dem ihr spricht. Er ist ein Akazia Dragoner, oder? Fragt Magin. Er war einer, bevor er zahllose Tage und Nächte in der Folterkammer eingesperrt wurde, wo er mit der Zeit seinen Verstand ebenso wie seine Identität verlor. Ich erinnere mich an den Tag, an dem sie ihn aus dem fürchterlichen Raum geholt haben. Er war mehr als tot als lebendig. Die Folterkammer, von der du sprichst, das ist der Raum oben mit der Deckenfalle, richtig? Riddle nickt lautlos. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf seine Vergangenheit, sagt Magin. Ich hätte gehofft, dass es nicht dazu kommen würde. Wenn ihr den Raum aufsuchen müsst, stellt vorher sicher, dass ihr das Einlanzer... Was? Wenn ihr dabei habt... Was für ein Ei? Fragt Kit. Es ist ein heiliges weißes Schwert, das vor langer Zeit von mächtigen Weisen zusammen mit seinem dämonischen Bruder, dem Masamune, geschaffen wurde. Es war die wertvollste Waffe der Akazia Dragoner. Eins glitt es in Zorandas Hand wie ein Stern leuchtend durch die Luft. Jetzt jedoch sind die Dragoner fast ausgestorben und das Schwert wird irgendwo in dieser Villa gelagert. Als ob es irgendein unbedeutendes Erinnerungsstück wäre. Trotzdem ist es weit mehr als ein gewöhnliches Schwert. Durch seine magischen Verzauberung geschützt, bewahrt es seinen Träger vor vielen Arten von Bösen. An diesen Erinnerungen aus langen vergangenen Tagen denken lässt Riddle ihren Kopf traurig hängen. Ich wünschte, ich könnte eine größere Hilfe sein. Ich entschuldige mich. Ach was, das war sehr hilfreich, sagt Kit, als sie auf dem Ausgang zustrebt. Aber ich wünschte, ich wäre stärker wie ihr. So wie ihr, sagt Riddle und beißt sich auf die Lippe. Auf der Türschwelle anhalten, blickt Kit über ihre Schulter. Nicht Kraft hat uns so weit gebracht, Stärke kommt aus dem Glauben an sich selbst. Ich verstehe. Ich wünsche euch viel Glück. Als ihr den Raum verlässt, murmelt Kit, ich hoffe, es ist kein Unglück. Von hier aus erstreckt sich ein Korridor nach rechts und links. Habe ich den Einlanzer jetzt oder nicht? Nach rechts zu gehen würde uns zu links Gemach bringen. Während wir nach links gehen nach links in links Gemach. Eine kurze Weile endet der dunkle Korridor an einer sauberen, robusten Tür. Alles verschlossen. Links Gemach. Oh Mann, ich kann's den Raum betreten. Und was erwartet uns hier jetzt? Links! Was? Links ist hier? Ich stimme hinter dir, Kit in den Raum und ziehe von Adrenalin getrieben mein Messer. Wo ist der? Neben mir sagt Kit, erwischt! Wen haben wir jetzt gerade erwischt? Hihi! Bist du erschrocken? Fragt sie kichernd. Oh Mann!
Tut mir das nicht an. Hey, ist Lord Links in diesen Raum zurückgekehrt? Fragt eine hohe, alte Stimme. Also die. Gut, Kit und ich sehen uns kichern an. Nein, er ist im Moment nicht da. Ach, Meister Zirsch, gibt es etwas, das ich euch beantworten kann? Fragt die Schaute mit freundlicher Stimme. Oder seid ihr vielleicht an diesem reißen Geschenk interessiert, das ich für euch habe? Hä? Ein Geschenk? Nur ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung für euch und euren Kameraden. Ich biete euch eine persönliche Einladung in das Reich der Spiegel, wenn ihr interessiert seid. Oh, wirklich? Ja, aber ihr müsst euch beeilen. Der Zeitpunkt spielt eine entscheidende Rolle. Ich blicke auf die dunkle, geräuschelte Oberfläche des Spiegels. Langsam strecke ich meine Hand danach aus. Es fühlt sich an, als ob ich meine Hand ins Wasser tauchen würde, als ich sie direkt in den Spiegel stecke. Plötzlich entsteht ein leichter Zug. Ich versuche, meine Hand zurückzuziehen. Aber je stärker ich ziehe, desto weiter scheine ich hineingesaugt zu werden. Meister Church, zieht eure Hand heraus, schnell! In diesem Moment entsteht ein Sprung im Spiegel. Was? Was passiert hier? Über meine Bemühungen hinweg sehe ich, wie sich der Sprung im Glas des Spiegels nach unten fortpflanzt. Rettet euch selbst, Meister Search, bitte, bevor ich gezwungen bin, euch zu verschlingen. Was? Kit hilft mir, die versucht, mich einzusaugen, anzukämpfen. Ich stecke jetzt bis zur Schulter in dem Spiegel. Auf drei schreie ich. 1, 2, 3. Wir tommeln zurück und fallen auf die Couch. Ich blicke betäubt auf meinen Arm. Er ist unversehrt. Mich schüttelnd kehre ich zum Spiegel zurück und der jetzt noch mehr Sprünge aufweist. Als das letzte Mal. Okay. Dass ich das letzte Mal gesehen habe. Links plant, euch alle in den Spiegel zu versiegeln, sagt die Statue schluchzend. Jedes Mal, wenn sie spricht, scheint ein weiterer Sprung zu entstehen. Das ist nicht alles. Ich habe Lord Links schon lange, bevor ihr mich kennengelernt habt, vor eurer Anwesenheit gewarnt. Warum? Links hat mir bereits alles genommen, was ich hatte. Er weigert sich, mir zu erlauben, Vipermania zu verlassen, da er mich als Augen und Ohren der Villa benötigt, wobei er mir versprach, mich eines Tages freizulassen. Die Venusstatue lässt ihren Kopf hängen und spricht mit leiser, ernster Stimme. Jedoch war er nur eine weitere von Lord Links Intrigen. Keine Freiheit ist es wert, dafür diejenigen eines anderen zu rauben. Ich würde mich lieber selbst zerstören, als zum Mörder eines anderen zu werden. Als gleich darauf ein weiterer Sprung entsteht, bricht ein großes Stück des Spiegels ab und fällt zu Boden. Nein, nein, nicht, schreie ich und greife nach dem Spiegel. Ein riesiger Sprung breitet sich über den ganzen Spiegel aus und verhindert fast vollständig, dass ich etwas von der Statue sehen kann. Schwach kann man durch den jetzt ziemlich zerbrochenen Spiegel erkennen, wie sich die Lippen der Statue bewegen. Aber es sind keine Worte mehr zu hören. Scheiße. Ich bücke mich leise hinunter, sammle die ganzen Scherben ein. Ich lege sie auf den Tisch und blicke in das Kaleidoskop der Reflexion. Serge, kann ich von hinten Kits Stimme hören? Lass uns gehen, Kumpel. Als ich den Raum verlasse, blicke ich still über meine Schulter zurück auf den zerbrochenen Spiegel. Ich halte für eine Sekunde in der Hoffnung, eine Stimme zu hören, aber alles, was ich vernehme, ist Stille. Mann, oh Mann. Auf der Rückmeldung, ja. Was ist das für eine Tür? Weitergehen. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, wo wir jetzt hingehen müssen. Also, die Treppe nehmen. Wir müssen ja die, ich folge die Kette mal eine Stufe nach, wobei ich schaffe. Ja, okay. Wir wollen nicht zum Ballsaal. Studierzimmer weitergehen. Eintreten. Warte, wo war das? Achso. Ich hab mir genug gesehen, Magi. Lass uns Antwort. Wir lassen den Raum. Ja, okay. Also gibt es hier in diesem Raum nichts mehr. Ich habe gerade richtige Gänsehaut. Ich weiß nicht wieso. Hm.
den Ballsaal. Ja, ist schön. Das ist der Ballsaal. Eintreten. Hier ist ja da jetzt irgendwas passiert. Immer noch keiner da. Ja, das hast du schon letztes Mal gesagt. Welche Gesichter denn? Genug davon. Es war wahrscheinlich ein Strich des Lichts. Wo soll die? Ja. Ja, das musst du nicht wieder erklären. Das war wahrscheinlich, ja. Aber vielleicht. Warte, wo muss ich jetzt nochmal hin? Zur Terrasse oder was? Zur Terrasse weitergehen. Recht in Sicht. Ja, okay. Weiter dem Gang folgen. Da kommt der Weg. Ja, ja, stimmt. Ja, ich habe eine staubige Recht. Vielleicht ist die alte Oma ja wieder da. Gehen wir mal eintreten. Die Tür öffnen. Vielleicht ist ja die alte Oma da. Raumstuhl, abgesehen von den Geräuschen der Mechanik. Na, ja. Was? Das ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Wir eilen zu dem Schwert. Auf es runterblicken, beginnt Magie zu sprechen. Das könnte das sein, wonach wir suchen. Seine Aussehen nach könnte dieses Schwert das legendäre heilige Einlandshaus oder vielleicht auch das dämonische Masamune sein. Wow, Magie. Du kennst dich mit dem Masamune aus? Hast du seinen Besitzer gekannt? Leute, wer Chrono Trigger gespielt hat, der weiß, wer der Besitzer war. Das war Frog. Ja. War er dein Gefährte? Dann war er also einer deiner Feinde. Nein. Gut. Hey, Serge, nimm dieses Ding. Hä? Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass eine holde Maid wie ich diese sperrige Teil durch diese Gegend verschleppt, oder? Holde Maid? Warte mal, das will ich mal sehen, was passiert. Holde Maid? Aber ohne Verwirrung schlägt Kid mir in die... Ach, verdammte Schlampe. Schürze mich betäubt zu Boden. Boah. Was sollte das? Kid schnaubt und dreht sich in eine andere Richtung. Ich blicke mitleidenheischend zu Magie, aber er bietet wie üblich keines an. Beeil dich und nimm es. Search on? Es wird bald morgen, du Weichling. Ich kämpfe mich zurück auf die Füße und habe das Schwert widerwillig auf. Junge, das Ding ist schwer. Okay, lass uns unsere Erschüsse dieser verdammten Folterkammer schleppen. Ich kann die geborene Flamme fast schon von hier aus riechen. Ich bin mir nicht, das Schwert aus dem Raum zu schleppen, obwohl ich von dem Schlag immer noch benommen bin. Die ist so aggressiv, die Schlampe. Ganz ehrlich, die wird niemals einen Freund finden. Außer Korcher. Aus Chrono Cross. Von hier aus erstreckt sich der Korridor nach links und nach rechts. Der rechte Pfad führt sein Gebäude hinauf. Hinein, während der linke zu der Trasse. Nach rechts weitergehen. Nicht. Was? Nebel? Wir stecken in Schwierigkeiten. Er umwirbelt uns immer schneller. Nach ein paar Augenblicken gerinnt er von mir zu einer humanoiden Gestalt. Es ist ein Poltergeist. Beweg dich nicht. Kids flüstert, bewirkt nichts. Außer meine wachsenden Gefühle vor Furcht und Angst noch zu verstärken. Wie soll ich etwas bekämpfen, das nicht einmal einen Körper erholt? Neben mir beginnt eine tiefe Stimme durch den düsteren Gang zu hallen. Es ist Magie, er scheint einen Zauber anzustehen. Auch was muss ich inzwischen tun? Ich habe nichts jetzt gedrückt. Verdammt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Er beginnt nahe zu kommen. Oh nein, er wird immer schneller. Als er zu uns nähert, beginnt sich sein Körper auszubreiten und all diesen düsteren Dunst zu füllen. Ich beginne mich benommen zu fühlen. Plötzlich werde ich unglaublich müde. Ich öffne meine Augen und entdecke, dass überall mich herum voller kalter Nebel befindet. Er muss begonnen haben, mir eine Lebensenergie zu entziehen. Ich muss ihn aufhalten, bevor er mich leergesaugt hat. Ich versuche, den Nebel durch das Schwenken meiner Arme zu vertreiben. Aber es scheint nicht zu helfen. Ich werde so müde. Kalte Luft trifft mich, als ob ich in diesen eiskalten See geworfen worden wäre. Durch den dichten Dunst kann ich jetzt kaum noch die Geschrei von Kid und Magie ausmachen. Ich werde immer müder. Glaubst du nicht, dass Kid dicke Knöchel hat, Serge?
Was zur Teufel murmelt Magda? Hä? Frage ich da einen Moment, wobei ich mich an den Kopf kratze. Ja, das Köchel könnte gar nicht schlimmer sein, antwortet. So. Kalt? Stöhne, als ich fühle, wie die Lebensmittel aus meinem Körper gesaugt wird, stand. Löste ich auf. Wo bin ich? Search, die Katze schläft, sagt Magda zu mir. Was zum Anaconda, wieder sich umgehend. Was? Anaconda? Anaconda! Kit springt sofort zurück, als sie das hört. Persönlich prallt sie gegen eine Wand und stürzt deshalb zu Boden. Nachdem sie aufgestanden ist, kommt sie rüber und aufhält mich. Kalte Luft trifft mich, als ob ich in diesen eiskalten See geworfen wäre. Durch den Dunst kann ich mir kommt irgendwie, ja. Ich werde immer müder. Ach so. Ach so, okay, jetzt verstehe ich, was ich machen muss. Okay. Kalt. Als ich anfange, immer heftiger zu zittern, wird mir klar, dass man Messer nicht am geringsten gegen die Magie, ja. So, kalt. Es fühlt sich an, als ob ich mal umgekippt und in tausend Stücke zersplittern könnte. Search. Los, Kumpel, kommen wir wieder zu dir. Der Klang von Stimmen fährt in mein Bewusstsein, wie ein heißes Messer durch Butter. Jedoch beginne ich bald die Besinnung wieder zu verlieren. Kind an meiner Seite, als ich anfange zu kippen. In letzter Kraft öffne ich meine Augen und sehe, wie Magie einen Zauberspruch loslässt, der auf den Poltergeist zubrast. Ah, das ist der... Achso, man muss am Anfang was gemacht haben. Wenn nicht, dann mal Arschkarte. Safe State. Hey, Search. Search, bist du noch da? Höre ich, während ich mir... Ja, okay. Dass irgendjemand mich immer wieder auffällt. Kit, rufe ich. Ich schwanken aufstehe. Search, ich dachte, du warst so lange bewusstlos und... So, wow, sie wirkt besorgt, fast verzweifelt. Wie lange war ich weggetreten? Aber hey, nichts passiert. Du bist zurück, so gut wie neu. Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen würde, aber... Ich liebe dich. Ich glaube, langsam kriege ich den Dreh bei dieser ganzen Kaffee raus. Ja, fick dich doch! Lauf ich mit den ganzen... Das braucht dir nicht gar nicht zu sagen, Mann! Ich meine Treppe, die nach oben führt und... Eine stabile Ausschnitte, ja... Was war denn mit der Tür? Müssen, ja, okay... Ich weiß, oh Mann, du bist nur eine Katze. Die Treppe weitergehen. Ich könnte an der Spitze ersteigen mit den Treppen. Ja, an einer Vorstellung, ja. Wir erreichen die alte, stabile aussehende Tür, die an der Spitze des Treppen eintreten. Das müsste das jetzt sein. Da kommt ja. Ich blicke nach oben, da ich mich an die tödliche Decke erinnere. Ich werde definitiv nicht den Fehler wiederholen, länger hier zu bleiben, als ich unbedingt muss, besonders nachdem ich gehört habe, was Ritter zu sagen hatte. Irgendwo in diesem Raum muss es etwas geben, das den alten Mann zurückbringt, oder was? Aber was? Aber wie ich es gedacht habe, sagt Magi trocken, nachdem er diese Risse im Boden untersucht hat. Wie Kit und ich gehen hier rüber und knien uns neben ihm nieder. Die Risse in den Bodenplatten sind plötzlich aus den Blutspritzen noch mit einer dicken, stinkenden, blutartigen Substanz gefüllt. Ohne Warnung schlägt sie plötzlich die Tür zu. Es geht wieder los. Okay, wir sollten sonst was tun. Wir müssen irgendwie das Schwert nutzen, schreit Kit, wobei ihre Stimme durch den ohrenbetäubenden Kraschen der Decke fast nicht zu verstehen ist. Aber wie? In die Decke stoßen. Okay, lass uns in die Decke zustimmen, rufe ich, als ich das Schwert über meinen Kopf schwinge. Die hölzerne Aufbau wird durch die Wucht des Aufpralls dieser riesigen Schwert zerschmettern. Eine Menge rostiger Klinken befinden sich nun im freien Fall direkt auf uns zu. Ich versuche mich zu schützen, aber die messerscharfen Klinkenbogen sind zu Dutzenden schmerzhaften, ja. Aber wir haben es geschafft. Jetzt kommt das Tagebuch. Okay, und eine geile Musik auch noch. Und so starb ich. Willst du mich gerade verarschen? Ey, das ist jetzt ein Scherz, oder?
Nein! Nein! Verdammte Scheiße nochmal! Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nicht alles normal machen muss. Ich habe so keinen Bock dafür. Schnell. Wenn ich jetzt nochmal alles machen muss. Ficken. Einfach ficken. Wir sehen uns im nächsten Part.